Hallo und willkommen zurück. Ja, was machen wir heute? Heute mal ein bisschen entspannt, würde ich eher sagen. Werden wir hier alles ein bisschen hübsch verkleiden? Ja, so auf ganz entspannt. Wände. Genau, gib alles. Alles wird gut. Haben wir hier nicht noch irgendwas Hübsches? Genau. Das da? Oder das da? Wird er bald sagen, das. Machen wir das hier vorne hin? Glaube, weil ja, oder? Wir gleich mal gucken. Nee, das setzen wir nach hinten. Das bewegen wir nach hinten. Ja. Kann man das nicht noch einfach? Ja, bei uns halt ist extrem windig gerade. Aber lüften muss ich auch irgendwann mal. Da setzt man einen Baum hin. Gut. So. Dann lassen wir es hier aber schön auslaufen. Dass wir jetzt hier so hinsetzen. Dass wir das so machen. Da kommt eine Pflanze zwischen. Und. Oh, da will ich auch mal sagen, dass wir den. Nee, so nicht. Ich möchte das frei bewegen. Das wäre es eventuell vielleicht so gegensetzen. Und das hier so gegensetzen. Was eh mit Pflanzen. Gehst du bitte aus dem Menü raus? Ich werde dir sehr verbunden. Das. Und. Dass wir es da hinten offen halten. Ja, habe ich gerade ein bisschen Lust drauf. Dass ich das ja alles mal versucht, ein bisschen einzupendeln, aber ich weiß nicht, warum das so scheiße von der Finanzierung ist gerade. Von dem Geld. Das kann ich gerade nicht beantworten. Mit dem überwiegenden Teil, ja, das macht ein bisschen miese. Ist aber okay. Gewinn, okay, er findet 40.000. Wir haben auch nur momentan erstmal das halbe Jahr. Und im Großen und Ganzen läuft es ja eigentlich ganz gut. Was passt? Info, das ist Info-Automat, okay. Kann man das nicht einfach jetzt sagen, hey, wir gehen jetzt hier hoch auf 1 Euro. Und hier gehen wir auch mal auf 1 Euro hoch. Dass wir da vielleicht mal was haben. Sauberkeit. Manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen random, was das hier kommt. So wie bei Jurassic World. Wenn was kommt, dann kommt alles mit Mal. Genau. Haben wir noch was Afrikanisches hier? Das ist riesig. Ist das auch riesig? Ja, das ist auch riesig.
Denn. Oh, da können wir was anderes mit basteln. Ansonsten. Australische Naturszene. Nee, das würde nicht. Das würde nicht gut aussehen. Sonst noch vielleicht irgendwas. Gucken wir beim Bauen mal rein. Können wir da noch irgendwas Hübsches machen? Es wird wieder dunkel hier im Spiel. Ah, im letzten Update zieht das Spiel ganz schön Leistung vom Prozessor. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal den Pflanzen dran. Und die nennt afrikanisch. Eigenschaft? Nee. Biom. Tundra, nee. Aber Tundra ist doch nicht Eis, oder? Nicht unbedingt. Tiger. Aha, das kommt da. Gemäßigt. Wir gehen einfach komplett daran. Nee, so war das nicht geplant. So war das natürlich nicht geplant. Die Szene von hinten aufbauen. Dieses würde ich nämlich sehr begrüßen. Mit Licht müssen wir eh noch was machen. Brennnessel? Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe wieder was. Tü-tüm. Tüp. Nee, das ist schon wieder zu viel. Klein will ich natürlich aufbauen. Aber das kriegen wir alles schon hin. Echter Papyrus. Können wir doch hier hinten schön mit auffüllen. Dann wirkt das alles nicht so. So wie diesen Mammutblättern. Gut, Veterinärforschung. Sehr schön. Haben wir jetzt. Nee, ist noch nicht abgeschlossen. Wir brauchen mehr Natur. Nee. Moment. Moment. Haben wir noch etwas, was flach ist? Hier ist noch was. Oh. Du bist groß. Ah, Agave. Die gute Agave. Gleich noch Lichter setzen hier. Geld kommt ja auch nicht irgendwie rein, ne? Was ist das? Ah.
Okay. Jetzt bauen wir erstmal Lampen hier hin. Haben wir nicht richtige Straßenlampen? Australisch, nee. Südamerikanisch. Neue Welt, neue Welt, Koala. Nee, die passt nicht. Gut. Kommst auch dazwischen. Sehr schön. Das ist ein kleines bisschen beleuchtet ist hier. Gut, haben wir jetzt noch irgendwelche Büsche? Oder haben wir hier noch irgendwas Lustiges, was man hier verwenden könnte? Wüstenfels. Ah, oh Gott. Ja. Gespräche belauschen, immer wieder lustig. Oh, es gibt Tiere, die versorgt werden wollen. Der Riesenskorpion, okay. Riesenskorpion, da haben wir ihn doch. Oha. Okay, erstmal alles raus, was nicht golden ist. Und dann bleiben... Ihr bleibt drinne. So, schnell handeln. Hätten wir das. Verstorben, verstorben, verstorben. Gabelbock. Alpha-Status. Okay, dann machen wir das nebenbei. Der Alpha-Bock. Oh, der ist sehr alt. Oh, du bist fruchtbar. Natürlich das... Nimm dich mal so raus und... Gucken wir mal, ob wir noch Tiere züchten können. Können wir jetzt hier... Ist nicht nur eine Naturzähne? Alle. Oder habe ich mich da irgendwie verguckt? Hatte ich doch von... Kontinent. Afrikanisch. Na, hat sich der weggebackt? Oh. Also ein bisschen ineinander laufen lassen. Was so schön rauslaufen, genau. Na. Und dahin.
Wo war der Busch jetzt? Wenn ich kopiere ihn einfach da hinten. Das ist doch gar kein Problem. Dum, di, dum, di, dum. Ne, der Wasser war da unten. Genau. Da ist er doch. Genau. Oh. Boah. Kommen Sie her. So. Jetzt haben wir das alles ein bisschen hübsch verkleidet. Vielleicht setze ich hier noch ein bisschen mit Holz rum. Mechanisch. Genau hier in dieser halben Höhe. Okay, und nach hinten haben wir irgendwie... Haben wir das nicht noch ein Stück höher? Wir setzen das hinten dran. Das oben drauf. Sieht das aus? Gut, jetzt müssen wir mal kurz mal die Finanz noch mal blickern. Hier wohl, lass mich raten. Lautzung King. So. Okay, du kommst raus. Du kommst raus. Du kommst raus. Schnell handeln. Nilwaran. Weil er einmal dahin gekotet hat, oder was? Das ist schon eine andere Nummer. So. Ha. Geldautomat. Wir haben gerade Januar. Kann man sich das im Vergleich zu letztes Jahr angucken? Einnahmen. Das sind Spenden. Ladeneinnahmen. Wir sind mehr geworden. Aber. Das ist ja das, was ich gerade nicht verstehe. Warum das so dermaßen schwankt. Ja, läuft zusammen, klar. Wir haben auch gerade angefangen. Ich glaube, das wird uns auf kurz oder lang das Genick brechen. Gestresst, gestresst, gestresst. Jo, jetzt fängt es an zu regnen. Das ist schön. Ja, genau. Man das kurze Stück hier nicht als schlechter Verhältnis. Gabelbock, Gabelbock, Gabelbock. Der Gabelbock. Den lassen wir nicht mal raus. Dann muss das Geschlechterverhältnis ja wieder passen. Okay. Dann verkleiden wir dich mal so ein bisschen. Hing er da mal nicht so dumm rum, ne?
Oh, wir könnten ja eigentlich auch das hinsetzen. Nicht ganz so schäbig aussieht. Erstmal die Wand nach hinten. Das einfach nur noch so ein bisschen Dreh, also ein bisschen hinschieben, wo wir es hinhaben wollen. Genau. Und jetzt könnte man ja auch eigentlich sagen, wir nehmen... Jetzt könnte man ja... Kann man das so lassen? Ich weiß es nicht. Aber wir könnten ja eigentlich auch... Dinger nicht eigentlich auch in groß? Jawohl. Ja, die backen sich mittlerweile auch durch die... Ja, Kumpel. So nicht, Keule. Und bist du in einer Transportbox drinne? Oder kommst du da nicht weg? Müssen wir jetzt mal beobachten. Doch, du kommst da raus. Okay. Ja, das Spiel entwickelt sich gerade so ein bisschen so ein Eigenleben. Ich weiß nicht warum. Ja, hauen wir mal ein paar raus. Wie siehst du eigentlich aus? Okay. Haben wir ganz viele Ponchos. Die sind gestorben, die werden rausgeholt. Sehr schön. Finanzen. Möchte ich nicht. Hier im März. Niedriger Bedarf. Null Benutzungen. Wie sieht es mit den Klos aus? Was sind die häufigsten Gedanken meiner Verbrechen? Gäste. Der Zoo ist klasse, der Zoo ist klasse, der Zoo ist das, der Zoo ist dies. Ganz schön viel Müll. Wurst haben sie. Okay. Schädliche Ausgaben. Hm. Verstehe es nicht, warum. Gästebildungswert. Wer schon? Der geht jetzt nach oben. Aber ich weiß nicht, warum.
Nicht zufrieden, ja, das ist relativ gering. Lohnkosten ungefähr gleich geblieben. Ja, Darlehenrückzahlung für... Das ist nicht das Problem. Tierfutter ist gestiegen. Wir haben auch mehr Tiere. Gehegereparatur. Ja, Stromkosten ist relativ fix. Einrichtungsreparaturkosten. Steuern. Würde es Sinn machen, wenn wir den Zoo ab 3 Uhr auflassen? 3 Uhr. Das probieren wir jetzt mal aus. Naja, mehr als pleite gehen können wir halt nicht. Dann fangen wir nochmal neu an. Ist doch gar kein Problem. Ich bin damit noch nicht ganz so glücklich, ob man das so lassen kann. Ich denn da? Das? Ist das Futter? Ist das einfach da drauf schmeißt? Was ist mit dir nicht richtig? Ich brauche ja keinen. Fels, ich wollte hier. Das vielleicht noch ein bisschen schöner hinkriegen. Das sollten wir noch einigermaßen schöner hinkriegen hier. Ist das, kann man das nicht unter, ist das Einrichtung? Nee. Der ist aber klein. Jawohl. Gibt es den nicht auch noch in anderen Farben? Bogen. Der gibt nur in der Farbe. Und wenn ich das jetzt ausmache? Aha. Wenn wir den jetzt hier so einsetzen. Einfach, falls geht. Und dann die Erde drüber ziehen. Bin weiter der Meinung, der Zoo ist zu schnell gewachsen. Ne? Wir werden mal gucken, was passiert. Das werden wir jetzt alles rausfinden. Entweder wir gehen pleite oder wir gehen nicht pleite. Kann man das wirklich so lassen? Ich weiß es nicht. Ich finde, das sieht komisch aus. Nur mal ein bisschen zurückformen. Und einfach nur glätten. Das Ding nehmen wir weg. Da werden wir Pflanzen reinsetzen.
aggressive Krankheit. Vielleicht haben sie was eingeführt, dass man nicht mehr so schnell wachsen kann, sondern sich immer um einen, wie heißt es? Ein Gehaltspott kümmert. Haben wir nicht irgendwelche hübschen Büsche, die wir dort erstmal einfügen können? Wir müssen afrikanisch erstmal auswählen. Haben wir nicht. Was wir denn auf diese Tour hier kommen? Gut. Gehen wir das mal rein. Zack, dann lassen wir das. An Altersschwäche gestorben, ja. Es gibt noch einen, der will da nicht verwesen. Kriegen wir schon hin. Gut. So lang. Ja, das ist manchmal sehr mühselig. Aber ich finde auch mit Tunneln ist zwar einfacher, durch den Berg zu kommen, aber ich finde es einfacher, also ich finde es besser, wenn man den zum Beispiel aufreißt, Weg reinlegt und wieder zuschüttet. Dann hat man diesen ganzen Käse alles nicht. Wo man sich hinterher noch sagen muss, okay, ja, das sieht Käse aus. Lass sie auch noch ein bisschen hübsch machen. Ja. Genau wegen sowas. Und ich weiß nicht warum. Manchmal ist das Geländetool ein bisschen sperrig. Gehst du weg? Was ist mit dir? Nee, ich will dich nicht mehr sehen. Nein. Genau, weg. Weg. Muss Schandflecke verstecken. Genau, muss Schandflecke verstecken. Wäre jetzt hier schon mal weitergekommen. Ja. Die Affen sind gleich fertig. Gut, noch einmal bei den Dings hier reingucken. Es müssten noch die hier. Die. Ist ja geschlossen. Gehen wir noch da einfach mal hin. Boah, machen die Gewinn. Yo. Gucken wir mal, gehen wir mal auf 1,50. Mal gucken, wann wir uns rummeckern. Wissen wir ein bisschen Geld rein. Ja, wird besser. Haben wir noch Verbrechen?
keinen Strom? Why? Warum nur nichts Strom? Warum hat der auf einmal keinen Strom? Ja, es ist nichts, was sich nicht ändern lässt. Jetzt? Okay. Na? Na komm. Oh, keine Ahnung, warum der jetzt auf einmal keinen Strom mehr hatte. Oh, der fliegt. Na. Reißen wir die wieder ab, ist doch gar kein Problem. Das kann ich abreißen. Abreißen und neu bauen. Gut, fügen wir den noch den Arbeitskreis mit ein. Ich glaube, die Engine kommt damit nicht mehr ganz so klar. So, das ist ein Haus, okay. Ja, Afrika ist halt riesig, ne? Aber es scheint sich jetzt alles... Hey. So, gucken wir nochmal durch die Tiere und dann machen wir auch Ende für heute, für die Folge. Ob es noch irgendwas Lustiges gibt. War noch genug Tiere von allen Alpensteinbock. Da sollten wir mal neue holen. Ja, die holen sie alle raus, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Filter zurücksetzen und den Alpensteinbock holen. Gibt wieder nur Weibchen. Danke. Kegelrobbe. Oh Gott. Wunderbar. Alter der Tiere. Inkorrektes Geschlechterverhältnis. Kommst raus, du kommst raus. Nee, du kommst nicht raus. Ja, gut, freilassen. Gut, Leute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.